Wo ist mein Geburtsurkunde? Ah! Geil! Oder der Mich mal. Ich habe schon wieder umgestellt. Aber der Grund, weshalb ich schon wieder umgestellt habe, ist einfach, weil ich da keinen Platz mehr gehabt habe für meine Yogamatte. Also so wie es davor gestanden ist und auch mit der Couch und so, habe ich keinen Platz mehr für meine Yogamatte gehabt. Das kann so nicht sein. Deshalb habe ich nochmal umgestellt und ich bin so eigentlich echt sehr zufrieden. Wobei, das sage ich jedes Mal nach dem Umstellen. Also wir werden sehen. Kalt. Kalt. Geburtsurkunde. Wo ist meine Geburtsurkunde? Ich suche gerade ein paar Unterlagen, die ich brauche für einen neuen Pass. Ich muss einen neuen Pass beantragen. Weil sonst wird das mit der Pflichtexkursion im Master nix. Das schaut so aus, als hätte ich das lost. Ah, Geburtsurkunde. Einfach einmal genauer schauen. Dann brauche ich mein Bachelorzeugnis. Ah! Ich bin gerade auf dem Weg zur BH. Wir haben von der Uni aus eine Pflichtexkursion. Und wenn ich bis dahin nicht einen neuen Pass habe, dann könnte sich das ein bisschen als schwierig gestalten. Oh mein Gott, das ist halt schön. Ah. Wow, es hat minus 5 Grad. Immer wenn es um die Zeit, also im Jänner, bei uns so schön ist, also richtig strahlend blauer Himmel, ist ziemlich, ziemlich eisig und die eisigen Temperaturen, die spüre ich jetzt total in meiner Nase beim Atmen, beim Einatmen, und meine Nase immer so rinnt. Falls man das noch nicht erkannt hat, ist Rot anscheinend jetzt meine neue Lieblingsfarbe, also ich habe darunter was Rotes an, drüber was Rotes an, rote Nägel. Ansonsten steht bei mir zurzeit nur Online-Uni am Programm. Ich habe keine Ahnung, warum bei uns leider nach wie vor alles online ist, aber es ist alles online. Also vielleicht zeige ich euch in diesem Video einen kleinen Einblick in meinen Online-Uni-Alltag. Er ist nicht recht spannend, also er gestaltet sich jeden Tag ziemlich ähnlich, vor allem durch das, dass jetzt, Uni-Endspurt bei mir ist, da ist immer relativ viel geboten, was Projekte und Prüfungen und Präsentationen und so Sachen betrifft. Deshalb eigentlich alles, was ich mache, ist Sport und bei mir zu Hause am Schreibtisch sitzen und versuchen, nicht die Krise zu bekommen vor lauter Stress und zwischendurch einmal auf die BH fahren, einen neuen Pass beantragen. Und ich werde wahrscheinlich dann noch... mein Geld zur Bank bringen, was ich zu Hause liegen gelassen habe. Ja, gut. Planänderung, jetzt einmal nur zur BH. Ah, es ist so kalt. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe leider das Restliche, was ich erledigen wollte, nicht mehr erledigt, weil ich es zu Hause vergessen habe. Und jetzt ist aktuell 10 Uhr. Ich werde jetzt einen kleinen Snack verspeisen. Boah, ist das hart. Bin mir nicht sicher, ob ihr es schon gehört. So ein Proteinriegel, was ich mir vom DM mitgenommen habe. Erdnussprotein, Reissirup, Datteln, Erdnussmus, Kakaobutter, Meersalz. Schmeckt eigentlich ganz gut. Ich finde es immer eine Frechheit, wie teuer so Riegel sind.
weil da halt einfach nichts dran ist. Und 10 Euro kosten. Ich werde jetzt meine Rechnungen und das, was ich bezahlen habe müssen, in mein Haushaltsbuch eintragen. Und dann steht einiges für die Uni am Plan. Das ist mein aktueller Alltag. Sehr interessant. Draußen ist es heute mega schön. Also ich glaube, dass ich in einer Runde spazieren gehen werde. Oh, und ich habe mir einen neuen Nagellack gekauft. Einen Gel-Nagellack. Und dieser Neon. Es schaut aus, als wäre es dieselbe Farbe. Es ist aber nicht dieselbe Farbe. Geil! Oh, was ich ebenfalls heute noch tun möchte, ist die Adobe Cloud kaufen und installieren. Weil ich habe ein neues Gerät. Ich habe so lange drauf gespart. Und endlich kann ich da meine Laptop-Situation, meine Computersituation austauschen. Nur braucht es auch extrem viel Zeit und Verwaltungsaufwand, dass ich meine ganzen Daten, die ich auf diesem Computer habe und teilweise auf meinem anderen Mac, das ist ja mein uralter Mac, den ich geliebt habe, Ende nie, aber den ich dann für die Uni nicht mehr verwenden habe können, weil ein paar Programme darauf nicht mehr funktioniert haben. Deshalb habe ich diesen Lenovo damals mir zulegen müssen, wie ich mit der FH gestartet habe. Der funktioniert jetzt auch schon nicht mehr ordentlich, weil ja, ich habe mir da jetzt nicht das beste Gerät gekauft und für das, was ich machen muss mit den ganzen Programmen. Es braucht ziemlich viel Power und das wollte dieser Computer einfach nicht mehr ausführen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ist es Zeit für ein neues Gerät. Aber das ist ja, ich habe mir ja komplett auf Englisch durchballert. Also ich habe mir gedacht, ja wurscht, ich lese das einfach so, wie es ist. Ja. Und ich habe mir nur gedacht, was, um was geht's denn? Weil bis das einmal zum Punkt gekommen ist, auf was die eigentlich aussehen wollen, die haben ja so verschachtelte Sätze geschrieben. Schau doch mal den Apfelkuchen an. Sorry, I forgot it again. It was a 10:30 and a... What? Cappuccino. Tschüss. Schwierig. Als hätte ich mir bald gegen den Kopf gehauen. Ich habe so einen noch nie gesehen in Salzburg. Ja. Ist der neu? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kunst auch nicht sagen, ja. Ich bin einfach so ein Fail dort. Ja. Happy Color Rainbow, oder? Nicht wissen, was schnell ist. Schaut aus. Ja. Immer rechts, schau wie trist der gegen den anderen ist. Ja. Ich bin wild, ja. Ich bin auf dem Weg zu einem Morgentraining. Es ist, glaube ich, aktuell 7 Uhr, was bei uns im Winter noch relativ finster ist. Ich glaube, man erkennt es durch ein bisschen Bläue. Und es steht eine Lower Körper. Mein Hirn ist auch noch nicht so ganz anwesend. Es steht eine Lower Body Einheit auf den Plan. Und ich bin eingepackt wie so ein
kleiner dicker Pinguin. Ich habe einen Pullover an, dann diese mega flauschige Jacke und drüber noch diese dicke Jacke. Und jetzt kann ich mich kaum mehr bewegen. Aber ich freue mich jetzt auf mein Training. Absolut nichts an Kraft da und da will ich jetzt nicht unnötig durchpushen, also habe ich noch für den heutigen Vormittag mal den Hut drauf und dann sehe ich, ob ich den restlichen Tag noch irgendeine Bewegung reinbekomme. Gerissen in dem Moment, wo ich es ausgepackt habe. Great! Ich bin mit meinem Training fertig, beziehungsweise habe ich mein Training vorzeitig beendet, weil einfach nichts mehr drinnen war in mir, beziehungsweise überhaupt gar nicht einmal drinnen war heute in mir an Energie. Ich habe aktuell meine Tage, TMI vielleicht, aber it is what it is. Und ja, da ist mein Energy Level die letzten zwei Tage schon relativ low gewesen. Heute wäre ich mega motiviert gewesen auf ein Training, also ich wäre richtig. Oh, ich wäre so motiviert gewesen. Es ist aber rein von der Kraft überhaupt gar nichts gegangen. Also das war richtig frustrierend teilweise schon. Aber ich habe mir dann gedacht, bevor ich da jetzt durchpush, nur heute feine Tunes, Ö3, feine Tunes. Bin back home. Also erstens habe ich mir jetzt mal meinen Kaffee gemacht, den ich mich schon sehr freue. Im Hintergrund kochen zwei Eier.
auf die ich mich jetzt auch schon sehr freue, eine neue Edition bei mir ist, und zwar die Salzmische. Das ist eine Elektrolytmischung aus Natrium, Kalium und Magnesium. Und ich habe ja, seitdem ich die Pille vor gut 2 Jahren, glaube ich, ist jetzt schon her, abgesetzt habe, habe ich extreme Regelschmerzen. Manche Monate ist schlimmer, manche geht es besser. Dieses Monat ist irgendwie überhaupt nicht so lustig. Also ich habe durchgehend so einen leichten Schmerz. Und am ersten Tag ist sowieso immer sehr unerträglich bei mir. Und ich habe, wie ich jugendlich war, in meinen jungen Jahren, einmal einen Elektrolytmangel gehabt. Ich habe da so Elektrolyttabletten bekommen, nur waren die so schweineteuer, dass ich das dann irgendwann nicht mehr genommen habe, was eh idiotisch ist, aber trotzdem. Meine Frauenärztin hat mir dann ja mal Magnesium empfohlen. Magnesium und Omega-3-Fischöl eigentlich. Mit dem ist es ein bisschen besser geworden. Deshalb habe ich jetzt hier da mal die Salzmische zum Ausprobieren. Und werde mal das einen Monat lang trinken und schauen, wie es wird, ob es nützt oder nicht. Also es ist 2x täglich ein halber Teelöffel. Das Ding ist nur, es schmeckt wie Salzwasser. Also es heißt Salzmische, es ist Natrium drinnen, es schmeckt wie Salzwasser. Es wird aber tatsächlich okayer. Also das erste Mal, wie ich das getrunken habe, habe ich wirklich mal gedacht, ich muss mich irgendwie anspeiben. Das ist ein deutsches Wort. Sadala! Bei mir steht jetzt ein großer Big Clean am Plan. Ich muss mal alles da zusammenräumen und putzen und ausräumen, bevor ich... Ich bin jetzt gerade die Stiege hochgerannt, bevor ich da wieder produktiv sein kann. Bei mir ist immer so, wenn ich weiß, dass noch andere Tasks zu tun sind, also putzen, einkaufen, meinen Kühlschrank auf Vordermann bringen, meinen eigenen, dann kann ich mich nicht wirklich konzentriert zur Sache setzen. Deshalb mache ich das jetzt. Und ja. Später, und an diesem Punkt wollte ich dieses Video beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen, beziehungsweise ich hoffe, es war halbwegs interessant und amüsant, ein paar so Ausschnitte verteilt über meine Woche zu sehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also schaut, dass alle gesund bleibt, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!